Hallo und herzlich willkommen zurück in Konstantinopel bei Assassin's Creed Revelations. Neben mir ist der Lukas, also Sieben Lathan, und neben mir ist der Leo, also 16. Immer wirklich so schnell schrien, verdammt. Echt? Meinst du? Ja. Meine Rede. So, dem konnte ich leider nicht einfach so zustimmen. Oh, voll an die Kante. Ja, solange du nur noch mit dem Fuß aufkommst, ist nicht so schlimm. Ja. Also macht es so blöd wie ich. Das Laterne, Laterne. Sonne, Mond und Feuer! Entschuldigung, ja? Oh, du Diabolischer. Wahnsinn. Ich hab da ganz schlimme Kindheitserinnerungen. An den Teufel? St. Martin. Achso, St. Martin. Da ist ein Aussichtspunkt, den würde ich gerne machen. Auch aber da ist noch ein besserer Aussichtspunkt. Was war bei deiner Festung? Ich wollte gerade sagen, wo man da nicht vorarbeiten muss. Wollen wir mal kurz gucken, was hier ein Ausrufezeichen ist. Ja. Im Inventar haben wir ein Ausrufezeichen. Hast du etwa. Okay, nee, ich habe nichts Neues freigeschaltet. So. War einfach so ein Ausrufezeichen da. Oh. Mysteriös. Hinterher. Dort ist er! Tötet ihn! What? Was? Yeah! Der Übertreiber. Der Übertreiber? Achso, weil ich zwei auf einmal? Hä, was sind das für welche? Das sind, die normalen. Nein. Templer. Das sind die Templer, genau, das sind die Byzantiner. Zück, zück, zück. Ich weiß nicht, warum die nicht. Ah! Gehirn angegriffen auf, haben. Gehirn auf heißer. Auf heißem Stein. Hä? Naja, weil hier scheint die Sonne den ganzen Tag hin und du hast ihm die Klinge in den Kopf, deshalb. Okay, ja, das war sehr. Es gibt ja auch dieses auf heißem Stein weit, und so. Ja, sehr weit hergeholt. Also so weit hergeholt fand ich das jetzt gar nicht. Ja doch. Ja, doch. Na. Ja doch. Ja doch. Nein. Ja doch. Das ist bloß keine Fantasie. Du hast keine Fantasie. Fanta wer? Das habe ich nicht gesehen. Das hat wehgetan. Glaube ich nicht gespürt. Was? Dass es wehgetan hat, habe ich nicht gespürt. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Ach nee. Ivo. Nee, Ivo. Guck mal, da ist der Turm. Schon wieder so hoch. Warum muss es immer so hoch sein? Die Kleine hat ja Sophia. Warum es immer so hoch sein muss? Ja. Das ist ein Aussichtspunkt. Ja, aber. Du hast jetzt auf eine andere Antwort gehofft, oder? Irgendwie schon, ja. Tja. Also was ich immer ganz schön finde, wäre so ein. So eine Karte, wo einfach alles nur ein Stockwerk hat und die Aussichtspunkte sind im zweiten Stockwerk. Aber das sind da so ganz wenige Gebäude nur so. Okay. Das wäre doch viel ungefährlicher. Ungefährlicher. Ja, wenn du runterfällst. Spiel Hello Kitty Online. Oh, du wüsstest, wie gefährlich das ist. Ich glaube, du hast doch mitgemacht, du müsstest es eigentlich wissen. Großes Suchtpotenzial hat das Spiel. Ja klar, wenn man pädophiler 15-Jähriger ist. Pädophil auf dich? Genau. What? Ja, für dich ist es nicht mehr gefährlich, Hello Kitty. Stimmt eigentlich, ja. Wieso muss ich ganz hoch? Ah, da. Weil ganz oben cool ist. Okay. Geht auch schon von hier aus? Nee. Geht nischt. Hätte uns ja Gehpfade zu sehen. Oh, nice. So viele Vögel über der Stadt. Krass. Was hast du jetzt schon wieder gelacht? Nix. Na komm, kletter runter. Runter ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Vorsichtig, ein Schritt nach dem anderen. Und nicht runtergucken. Schrittchen für Schrittchen. Und nicht runtergucken. Nicht runtergucken, nicht. Und jetzt sag mal, aus welchem Film es kommt. Ich weiß es nicht. Aber du wirst es mir sicher gleich sagen, oder? Nö, ich hoffe darauf, dass die Zuschauer es dir in die Kommentare schreiben. Weil du es selber nicht weißt. Doch, ich weiß es. Ja, dann sag's doch. Nö. Ich gebe dir noch 3 Sekunden. 1, 2, 1,5. 3. Ich meine, 1,5 waren da noch übrig zu dem Zeitpunkt. Wie heißt der Film? Mist. Es ist Shrek. Okay. Was, du kennst Shrek nicht? Doch, klar. Ihr dürft es jederzeit sehen, Tarik.
Aber das Geld bleibt bei mir, bis ich die Fracht selbst gesehen und die Qualität geprüft habe. Verstanden. Ihr seid ein kluger Mann, Manuel. Vertrauen ohne Zynismus ist hohl. Es sieht gut aus, Tarik. Alles ist hier. Also, was nun? Ihr bekommt Zugang zum Arsenal. Wenn ihr zufrieden seid, wird die Fracht an einen beliebigen Ort eurer Wahl geliefert. Sind eure Männer bereit für die Reise? Aber natürlich. Polykala, ich lasse eine Karte für euch anfertigen. Polykala. Sind wir aus demselben Grund hier? Einer meiner Männer sah die Ankunft einer Ladung Waffen im Arsenal. Das machte mich neugierig. Waffen? Die würde ich mir gern selbst ansehen. Falls ihr nicht alle umbringt, weiß ich nicht, wie ihr hineinkommen wollt. Der wurde zweimal gewarnt. Keine Händler an den Mauern des Arsenals. Schafft das fort. Ihr Heuchler! Würden eure Männer nicht bei mir kaufen, wäre ich nicht hier. Ihr seid schlimmer als die Byzantiner, Verräter! Ah! Hüte deine Zunge, Parasit! Selbst in Friedenszeiten werden die Armen immer unterdrückt. Wenn wir ihnen ein Ventil für ihren Ärger geben, könnte das unserer Sache dienen. Könnte. Das Tor des Arsenals. Tarik hat einen Mann namens Manuel in das Arsenal geschickt. Zetteln sie einen Aufstand an, um die Wachen abzulenken und sich Zugang zu verschaffen. Volle Synchronisation. Mindestens 40 Aufständische müssen überleben. Sind viele Aufständische. Ja. Solidarität vortäuschen für die eigenen Ziele. Was für ein Ehrenmann. Kostet natürlich auch. So ein bisschen asiatisch. Oh ja, was ist das für ein Laden? Ach so, also ist noch alles gesperrt. Gute Zeitüberbrückung, ne? Hammer geil. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen warten, um die Aufständischen noch zu erhöhen. Ne? 40 müssen. Was? Wie? Hat die Zivilisten verschreckt. Du wurdest entdeckt, du standest, glaube ich, in der roten Zone drin. Come on! Was ist denn heute los? Alles verkacken hier. Einmal. Einmal dich, dich. Na, das tut weh. Es ist mach nicht leiser. Schön, ich weiß. What the hell? Dummes Spiel. Das Spiel kann da nichts. Doch kann es. Entschuldigung. Mein Einwohner von Konstantinopel. Spiel. Entschuldigung. Ich hab noch gar nichts gesagt, aber gut. Ja, hier sind schon mehr Leute. Das sind. Genau. Ah, ich weiß jetzt, wo die rote Zone ist. Guckst du auf die Map? Ja, ich dachte, ich wäre da dahinter. So. Ich habe nicht gescheit auf die Map geguckt, ne? Gelurgelt. Map heißt Karte. So. Bei 40 müssen überleben, oder? Jo. Probieren wir es dann mit 50, oder? Ach, wir lassen einfach ein bisschen... Bisschen... mehr herkommen. Hm? Bis die Mission startet halt. Das ist von alleine gestartet. Das Tor wird nicht lange geschlossen bleiben. Die Leute tun euch einen Gefallen, Ezio. Erwidert ihn und bewahrt sie vor Schaden. Natürlich. Ach, come on. Oh, das sind die Osmanen. Das sind die Neuen. Die Neuen, was? Das sind die Neuen Feinde. Die Neuen Feinde? Ja. Achso, das meinst du. Das ist also dieser neue Einheitentyp, der vorgestellt wurde. Aha. Ah, come on, stirb! Oh, einmal Kehle aufgeschnitten. Zack, zack. Stirb, 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 stirb. Stirb? Stirb! Stirb! Der hält ganz schön was aus, ne? Bleibt in der Mauer drin. Kann ich gar nichts machen.
sonst sterben die anderen. Oh, kann ich nicht mit einem mal killen? Doch, kann ich! Hahaha! Du musst wahrscheinlich genau hinter ihnen stehen, oder? Aua! Ta-ta-ta-ta. Oh. Der hat mich amüsiert, der hat mich. Ta-ta-ta-ta. Ah, come on! Mach den doch! Der nervt mich so, der in der Ecke. Yeah! So macht man das. Na also, gib doch. Au. Gib doch. Oh, hast du einfach verloren. Ja, ach. Wie sind die Effekte schon, ha? Nur einen Schuss? Du hast noch Giftpfeile. Na, den jetzt aber nicht. Jetzt kann ich ihn gerade so schön. Nice. Boom, Peng. Oh. Ihr Schweine! Ich glaube, du warst in einem Dorn im Auge. So. Ups. 49. Yes. Ah. Oh, da kommt Verstärkung. Mistgabeln! Ich verstehe nicht, warum das Mistgabel heißt, weil... Weil man damit früher Mist gegabelt hat. Aber man soll. Aber Gabeln sind ja eigentlich was zum Essen. Nein, Gabel ist vor allem der Name für eine Gabelung. So. Schau mal her. Ja, ich habe das nicht jetzt vielleicht zu sehr drauf konzentriert, wo man Gabeln sonst für die Mist benutzt. Ja, aber eine Mistgabel hat man dafür benutzt, um Mist aufzu. Okay, wir haben das nicht geschafft. Schade. Okay, wenn weniger als 25, dann wird es desynchronisiert. Das ist natürlich ungut. Wenn ja nicht schaden, könntest du einfach eine Ding rein verfolgen. Kriegen ja gerade alle. Wow, das war drücken mal. So, den hier noch. Den anderen will er nicht, oder wie? Doch. Ah, hab ich ihn jetzt. Hallo! Hat das denn den Waffen entdeckt? Was ist das denn? Alter, haut rein, wie blöd. Hihi! Oh, macht sich die Tür auf? Jawohl! Los, los, vorwärts! Hallo. Hallo, Mr. Yanicha. Genau, Mr. Yanicha. Yanicha. Jetzt kriegen wir schon wieder Japanisch. Arsenal, Entschuldigung, dein Feind. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß und viel Vergnügen. Und der Lukas sagt... Viel Spaß, tschüss.